herzlich willkommen Servus. Zum allerersten Video in diesem Jahr. Hallo. Servus. Hallo und herzlich Servus. Willkommen zur neuen Wandersaison 2018. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von A Tasty Hike. Hallo. Und herzlich willkommen in Südtirol. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem A Tasty Hike Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt wird nicht gequatscht. Auf geht's. Los 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 geht's. Auf geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Wir gehen jetzt zum Wandern. Wir haben diesmal übrigens keine Route vorher rausgesucht. Wir wandern einfach mal so drauf los und schauen, wo wir landen. Wir haben übrigens keine Ahnung, ob das hier überhaupt ein Wanderweg ist. Aber wir laufen einfach mal, weil es ist leider nichts mehr ausgeschildert. Und ja, auf dem Boden liegt halt so viel Schnee, dass man nichts mehr erkennen kann. Aber was wäre auch eine Tasty Hike Wanderung, bei der wir uns nicht mindestens einmal verlaufen. Nicht unbedingt der richtige Weg. Aber definitiv ein schöner. Wir haben jetzt spontan entschieden, unseren Wanderweg abzuändern. So wie das bei uns halt immer ist. Also kurz nach Start der Wanderung haben wir schon wieder keinen Plan, wo wir hin müssen. Wir sind schon einmal kurz vom Weg abgekommen. Lasst den Anstieg beginnen. Das war mit Abstand die härteste Tour, die wir bisher gemacht haben.
Pool. Wir haben irgendwie nicht so ein großes Glück mit unseren Wanderungen. Jetzt fängt es nämlich an zu regnen. Wie ihr seht, mussten wir uns etwas regentechnisch anziehen, weil es jetzt gerade richtig runtergeschüttet hat und gewittert hat. Leider zieht jetzt da vorne ein Gewitter auf. Es donnert auch schon. So, jetzt hat es mal wieder kurzzeitig geregnet. Irgendwie haben wir bisher kein Glück damit. Wir haben absolut kein Glück bei dieser Wanderung, aber leider hier wieder mal Gewitter. Es läuft nicht. Wir haben einfach kein Glück. Da vorne zieht auf jeden Fall ein Gewitter auf. Und jetzt fängt es dann doch noch an zu regnen. Und es ist alles klatschnass geworden. Also hinter uns ziehen jetzt mal wieder dicke Regenwolken auf. Irgendwie zieht sich das so durch unser Jahr. Immer wenn wir wandern gehen, regnet es am Ende. Es fängt jetzt tatsächlich noch an zu regnen. Das Wetter ist ein bisschen schlechter geworden, wie man sieht. Wir waren noch... minimal. Er ist ein bisschen zugezogen, seitdem wir in die Hütte reingegangen sind. Wir waren nur eine halbe Stunde weg. Okay, hatten wir gesagt, zum Glück regnet es nicht. Es regnet auch nicht. Es hagelt. Ziemlich beschissen, wenn man sich nirgendwo unterstellen kann. Okay, wir sind einfach echt durch. Es hagelt, es regnet. Nebenan gewittert es. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall nass, bis auf die Unterwäsche. Auf geht's, Hunger. Heute sind wir ein bisschen faul und laufen nur zum Essen. Extrem tasty. Wenn es regnet, gibt's auch Bier und gratis Schnäpschen. Ja, das Bier ist aber nicht gratis. Das Schnäpschen aber. Das gibt's, glaube ich, auch wenn es nicht regnet. Echt? Ja. Verdammt. Lecker, lecker, lecker. Und falls wer denkt, wir sind besoffen, wir sind nicht besoffen. Sind wir nicht. Man soll dem Leib etwas Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Es ist von Winston Churchill und deshalb bieten wir jetzt unserem Leib etwas Gutes, damit unsere Seele auch Lust hat, in unserem Leib zu wohnen. Schnitzel. Ich bin wirklich fertig wie ein Schnitzel. Meine Füße sind wie Pudding. Also ich bin so ein ganzes Menü komplett in meinem Nachtisch. Körper. In meinem Körper. Der Nachtisch ist jetzt auf jeden Fall auch in meinem Körper, in meinem Bauch. Also eindeutig Genusswandern für Fortgeschrittene. Für Anfänger ist das nix hier. Der Krümel ist jetzt mittlerweile aus seinem Krümelalter rausgewachsen und ist jetzt zum Zwergsteiger geworden. Christian, was machst du? Schneemoonwalk. Also so beim Bergablaufen, jetzt sag ich schon wackeln, ist es echt so ein bisschen, fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Wackeldackel so. Wenn man mit mir wandern geht, braucht man eigentlich gar keinen Insektenschutz, weil ja, die fühlen sich bei mir so wohl, dass sie niemand anders mehr angreifen. Jana nimmt mich nie ganz ins Bild. Lass mal schnell die Burg hochlaufen, hat sie gesagt.
Da sind wir in 2 Minuten, hat wir sie gesagt. Wir sind auch ganz schnell. So lang ist es gar nicht. Lese ich drüber und gleich bohrt er mir es in die Nase. Das ist einfach nur mega. Ich habe einen neuen Freund. Er hier kommt jetzt die ganze Zeit mit mir mit. Oh, jetzt habe ich ihn vergraut. Vielleicht ist er kamerascheu. Nein, da ist kein QAA. Wir sind jetzt bei einem Vineyard. Was ist das auf Deutsch? Weingut. Nach einer kurzen... Weingut. Meine Männer sind solche Quatschköppe. Was machst du denn? Ich bin gar nicht drauf. Jawohl. Filmst du schon? Ja. Ach so. Grumpy-Faktor von Jana ist heute ganz... minimal. Genau, wir sind gestern knapp... Christian, wir wollen groß. Das Outro machen. Waren wir doch schon. Wir sind 8 Kilometer ungefähr gelaufen, 132 Höhenmeter. Jana steht nicht auf Kurbänke. Christian, jetzt hör doch mal auf. Und wenn man dann... Jetzt schlägt meine Linse. Hier kann man jetzt im Gasthof... Wie heißt der? Ja, wir sind jetzt, haben jetzt eine kleine Pause gemacht am See. Wie heißt der? Schrecksee. Nochmal. Jana hatte kein Bier. Wir wollen uns nämlich jetzt, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren, ehrlich gesagt. Also nachdem wir beschlossen haben, dass Jana jetzt keine Outro-Time mehr hat, weil sie einfach zu viel quatscht, mache ich jetzt Outro. Ich trinke lieber Wein. Cheers. Fazit. Wanderung geil, Essen geil, Hotel geil. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Ciao. Servus. Ciao. 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 Ciao.